Aufgabe B1.6. Die Diagonalen der Rauten A5B5C5D5 und A6B6C6D6 schneiden sich jeweils auf der x-Achse. Berechnen Sie die x-Koordinaten der Punkte A5 und A6. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Also schon mal wichtig, runden auf zwei Stellen nach dem Komma. So, schauen wir uns in der Zeichnung an, was nochmal gefragt ist. Die Diagonalen schneiden sich jeweils auf der x-Achse. Also wenn ich beide Diagonalen habe, ANCN und BNDN, die sollen sich auf der x-Achse schneiden. Im Prinzip kann man sich also fragen, wann liegt der Schnittpunkt von ANCN auf der x-Achse. Dafür wäre es jetzt praktisch, wenn wir die Koordinaten von diesem Schnittpunkt kennen, nenne ich ihn mal M, Mittelpunkt. Ja, diese Koordinaten von diesem Punkt M kann ich sogar berechnen. Wenn ich mir jetzt das mal überlege, ich mache jetzt mal eine kleine Skizze nebenhin. Ich habe hier meinen Punkt CN. Hier unten habe ich meinen Punkt AN. Und hier in der Mitte, diese Koordinaten brauche ich. Ich weiß, wie lang die ganze Strecke ist. Haben wir schon ein paar Mal ausgerechnet. Das waren die 0,25x² minus x plus 2,25. Die Punkte CN und AN haben auch die gleiche Abszisse x. Also die x-Koordinate ist von diesen beiden gleich. Das heißt, da m ja auf der Strecke ANCN liegt, muss ebenfalls die gleiche x-Koordinate haben. Es ist nur die Frage, welche y-Koordinate gehört dazu. Nun, man kann sich Folgendes überlegen. M ist der Mittelpunkt. Das heißt, die Strecke von CN nach, von C nach M ist genau gleich lang wie von M nach AMN. Also kann ich doch einfach hergehen, die y-Koordinate von CN nehmen und die Hälfte dieser Strecke ACN davon abziehen. Also CN hat die Koordinaten x minus 0,5x plus 5. Wenn ich jetzt davon die Hälfte dieser ganzen Strecke abziehe, lande ich doch genau auf dem Punkt M. Und so kann man es auch machen. Also nochmal aufgeschrieben, CN hat die Koordinaten x minus 0,5x plus 5. Die Strecke ANCN hat die Länge 0,25 x² minus x plus 2,25 Längeneinheiten und den Punkt M will ich berechnen. Ich weiß, er hat zwar die gleiche x-Koordinate, aber die y-Koordinate fehlt mir noch. So, jetzt kann ich einfach ansetzen. Wie ich vorhin gesagt habe, also die x-Koordinate, die y-Koordinate von CN minus die Hälfte der Strecke ANCN. So, setze ich ein. YCN sind die minus 0,5x plus 5 minus 1/2 mal. Und ANCN ist ja nichts anderes wie das da. Halt 0,25
x Quadrat minus x plus 2,25. So, das kann man auch vereinfachen. Das sind 0,5x plus 5. Und jetzt die Hälfte und minus noch. Also minus 0,125 wären es jetzt, aber da wir ja runden sollen, auf 0,13 x Quadrat plus 0,5x minus 1,13. Kann man noch vereinfachen und ein bisschen sortieren, also minus 0,13 x Quadrat minus 0,5x plus 0,5x hebt sich weg. Und dann noch plus 5 minus 1,13 sind plus 3,87. So, und jetzt will man wissen, welche x-Koordinate dieser Punkt M hat, wenn der Punkt M eben auf der x-Achse liegen soll. Wenn ein Punkt auf der x-Achse liegt, also hier drauf, ist der y-Wert automatisch 0. Hier habe ich meine x-Koordinate, hier habe ich meine y-Koordinate und die Frage ist, für welches x wird die y-Koordinate 0? Also kann ich mich ja genauso gut fragen, wann wird diese Gleichung 0? So, hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, es auszurechnen. Wir haben eine quadratische Gleichung, das heißt, es wird auf jeden Fall zwei Lösungen oder es kann bis zu zwei Lösungen geben. Das heißt, wenn man den Solver einsetzt, dann auch den Grafikserver benutzen oder aber wieder über die Funktion Calc und Intersect gehen. Mit y1 ist gleich minus 0,13x² plus 3,87 und y2 ist gleich 0. Oder in dem Fall haben wir schon eine Normalform gegeben mit ax² plus bx plus c ist gleich 0. Auffallend hier, der Term mit dem normalen x fehlt, das heißt b muss 0 sein. Also geht auch die Funktion tool und poly 2. Was vielleicht auch noch hier erwähnt werden kann, wenn man zum Beispiel jetzt einen Schnittpunkt mit der x-Achse sucht, da gibt es auch unter Calc die Funktion x-Interception und das findet automatisch auch den Schnittpunkt mit der x-Achse. Dafür brauche ich bei y1 nur entsprechend die Gleichung eingeben, also minus 0,13x² plus 3,87. So, wir gehen über die Diskriminante. B² minus 4 mal a mal c. B
b ist 0, also 0 Quadrat minus 4 mal a ist minus 0,13. Und c ist 3,87. Also folgt daraus, ein Wert von 2,01. Diskriminante ist größer als 0, bedeutet, es gibt zwei Lösungen. Und zwar die erste Lösung mit x1 ist gleich minus b plus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a, setzen wir ein, b war 0, also können wir den Teil weglassen, Wurzel aus 2,01 geteilt durch 2 mal minus 0,13 und das müssen wir jetzt wieder in den Taschenrechner eingeben und ausrechnen. Ergibt einen ungefähren Wert von minus 5,45. Berechnen wir noch x2. Wieder minus b, diesmal minus die Diskriminante, geteilt durch 2a, also wieder Wurzel aus 2,01, geteilt durch 2 mal minus 0,13. Hier noch ein Minus davor, das heißt, es ist genau die gleiche Rechnung, nur dass dieses Minus hier noch zusätzlich ist. Also können wir davon ausgehen, es ist der gleiche Wert, nur mit umgedrehten Vorzeichen, also plus 5,45. Was beachtet werden muss, je nach Lösungsweg kann sich natürlich auch dieser Wert hier unterscheiden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Rundungen mit drin, die dann hier nochmal gerundet werden, hier nochmal die Rundung mit reinspielt und dementsprechend dann das Ergebnis verändert.